Das Wort dem Kollegen Detlef Spangenberg. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mehr Vertrauen in die Organspende. Der Ansatz der AfD nennt sich Vertrauenslösung. Die Widerspruchslösung kann die Zielsetzung, mehr Spender zu erreichen, gefährden. Wir haben unterschiedliche Spender, aber das liegt nicht bloß an dem System, sondern auch, wie der Tod festgestellt wird, gerade Spanien, Hirntod, Herztod, das sind große Unterschiede, die auch die Anzahl der Spender oder die Spendenmöglichkeit beeinflussen. Die Spendenbereitschaft wird nicht in Frage gestellt, auch nicht von der AfD, wie das fälschlicherweise wie üblich in der Presse dargestellt wurde. Wir haben ja alle Post erhalten in den letzten Wochen. Zustimmung für die Widerspruchslösung, aber auch Verweigerung, weiterhin Spender zu sein, wenn die Widerspruchslösung kommt. Auch das haben wir. Es haben Menschen geschrieben, die ihren Ausweis wieder abgeben wollen, wenn diese Art der Willenserklärung so formuliert wird. Vertrauen, meine Damen und Herren, ist das Wichtigste bei diesem hochsensiblen Thema. Und wenn ich an die Manipulation erinnere von 2015, 14, Großhadern, Berlin, Heidelberg, Bremen, Göttingen, dann ist es natürlich nicht hilfreich, Menschen dafür zu gewinnen, zu spenden. Das heißt Vertrauen. Immer wieder Vertrauen, meine Damen und Herren. Die Widerspruchslösung, so sagen einige, ist die faktische Enteignung des menschlichen Körpers, das Vermissen jeglicher Sensibilität bei diesem hochemotionalen Thema. Und sie ignoriert auch hartnäckig, dass bei einem Versäumnis, sich gegen die Widerspruchslösung zu erklären, dies auch eine Entscheidung über Leben und Tod bedeuten kann. Das kann man diesen Leuten nicht einfach wegnehmen. Diese Überlegung haben die. Ich gehe mal auf drei Themenbereiche ein. Erstens Einschränkung der persönlichen Freiheit. Minister Spahn hat, wenn ich das richtig gelesen habe, im Spiegel die abenteuerliche Definition formuliert, dass wir die Freiheit dessen denken müssen, der das Organ erhalten möchte. Also, meine Damen und Herren, so weit kann es nicht gehen, dass sich jemand damit beschäftigen muss, zugunsten anderer, weil einer etwas erreichen will. Die Freiheit des einen ist genauso viel wert wie die Freiheit des anderen. Es geht hier, meine Damen und Herren, um Menschen, die sich mit diesem Problem nie beschäftigt haben, aber sich auch nicht beschäftigen wollen. Auch wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass manche Menschen das nicht tun wollen. Das zwingt zu einer Entscheidung, ist der völlig falsche Weg. Spenden ja, aber nicht zu einer Erklärung gezwungen werden. Der nächste Punkt, Rücksicht auf persönliche Ängste, meine Damen und Herren. Keine Sensibilität denen gegenüber, die vor diesem Thema Angst haben. Und niemand ist am Leid der auf ein Organ wartenden schuld. Und es kann daraus auch keine Forderung an fremde Dritte abgeleitet werden, bei allem Verständnis für deren Leid, meine Damen und Herren. So weit geht es nicht. Und wir haben auch kein Recht, über Ängstliche und Zaunernde den moralischen Zeigefinger zu heben, beziehungsweise eine moralische Keule zu schwingen. Dieses Recht steht keinem zu, meine Damen und Herren. Als letzten Teil die Rechtssystematik. Schweigen gilt nun mal bei uns in Deutschland grundsätzlich als keine Willenserklärung. Im Zweifel ist, heißt es Nein. Die Kritiker, die das bestreiten, führen dann immer an den 416 BGB Absatz 1 bei der Umschreibung beim Grunderwerb oder den 362 HGB, wo die Verträge auf Schweigen zustande kommen oder auch das Testament. Meine Damen und Herren, ich sage das deutlich auch für die Bevölkerung. Diese Argumente ziehen nicht, weil dort immer eine Beziehung zwischen den Partnern besteht, bestanden hat. Dort ist also nicht eine Willenserklärung einfach im leeren Raum, sondern sie ist ausgesprochen worden, sie ist vorhanden. Insofern passen diese Dinge nicht. Schweigen ist grundsätzlich Nein. So ist es bei uns in unserem Rechtssystem nach wie vor. Es wird eine weitere Befürchtung ausgesprochen, dass diese Widerspruchslösung ein Einfalltor ist, am Recht des Eigenwillens vorbei eine neue Rechtsfolge, einen neuen Tatbestand zu formulieren. Und eine Spende, so Professor Dr. Kluth von der Uni Halle, kann niemals als solidarisches Pflichtverhalten formuliert werden. Auch der Deutsche Stiftung Patientenschutz, der Eugen Pritsch, schreibt, Schweigen kann keine Zustimmung sein, nur Vertrauen ist hier die Lösung. Das ist der Ansatz der AfD. Wir möchten gerne Zustimmungslösung, aber mit den Ansätzen, die wir in unserem Antrag eingearbeitet haben. Und dabei ist auch die Patientenverfügung, die immer Vorrang vor jeder anderen Entscheidung haben muss. Das ist der Grundsatz, den wir sehen, meine Damen und Herren. Und
Lassen Sie mich noch sagen, einen 16-Jährigen automatisch als Spender zu verpflichten, bringt auch gefährliche Interpretationen mit sich. Meine Damen und Herren, wir haben sonst, gehen wir teilweise bis 21 Jahre hoch, wenn es im Strafrecht ist, und hier nehmen wir einen 16-Jährigen auch rein. Das, denke ich, meine Damen und Herren, sollte man nicht tun. Und ich schließe eindeutig, es geht nicht darum, die Meinung derer hervorzuheben, die dafür sind, meine Damen und Herren. Darum geht es nicht. Sondern um die zu werben, die einfach noch kein Vertrauen haben, diesen Schritt als Spender zu gehen. Um diese Menschen müssen wir uns bemühen, meine Damen und Herren. Allein das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Dr. Claudia Schmidtke.